Berlins Trainer des Jahres 2021. Platz 3 belegt Meistertrainer Serge Aubin von den Eisbären Berlin. Platz 2, Aito Garcia Reneses. Die Trainerlegende führte Alba Berlin zum Meistertitel und ins Pokalfinale. Berlins Trainer des Jahres ist Urs Fischer von Union Berlin. Er qualifizierte sich mit den Köpenickern sensationell für Europa. Urs Fischer nimmt seinen Preis in der Alten Försterei entgegen. Ja, also zuerst einmal besten Dank. Natürlich hat das eine Bedeutung, freut mich wirklich, diese Anerkennung, diese Auszeichnung entgegenzunehmen. Ich glaube, es bedarf aber auch eines funktionierenden Teams. Ohne die Unterstützung meines Teams wäre das nicht möglich. Natürlich auch danke an die, die mir ihre Stimme gegeben haben. Ja, nein, tolle Auszeichnung, freut mich wirklich sehr. Der Preis wird präsentiert von Athletic Sports Sponsoring. Der Champions-Partner sendet eine Grußbotschaft. Herzlichen Glückwunsch, Urs Fischer. Das gesamte Team der ASS aus Bochum möchte Ihnen recht herzlich gratulieren und schickt beste Grüße in die Hauptstadt. Sensationell, was Sie mit Ihrem Team in diesem Jahr geleistet haben. Die Liste der Nominierten zeigt, wie viele tolle Trainerinnen und Trainer es in Berlin erfolgreich geschafft haben und welche herausragende Arbeit sie gerade in diesen schwierigen Zeiten geleistet haben. Deshalb möchten wir auch allen weiteren Trainerinnen und Trainer von Herzen gratulieren. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Ja, also Urs Fischer hat ja Tolles geleistet. FC Union ist Gespräch über die Stadt hinaus eine tolle Mannschaft. Und eine solche Mannschaft hat Urs Fischer trainiert. Und dafür gebührt ihm wirklich Anerkennung. Und ich freue mich, dass er Trainer des Jahres geworden ist. Herzlichen Glückwunsch dafür. Ja, gilt noch schöne, frohe Weihnachten zu wünschen, dann einen guten Rutsch ins 2022. Ja, und bleibt alle gesund. Die Platzierungen der Nominierten für Berlins Trainer des Jahres. Alle 10 feierten mit ihren Sportlern und Sportlerinnen große Erfolge.